Ja, hallo und willkommen nun zum nächsten Part von dem Pokémon-LP-Projekt, dem Community-LP-Projekt. So, ich gehe auch weiter. Wir haben 4 Orden, 18 Pokémon, 9 Stunden. Okay. Aha. Warte mal. VMMM. Ich denke mal. Ach stimmt, wir müssen halt noch so hier eintippen. Das war ja so. Tüte. Okay, Aquana. Greed wurde gelevelt. Alles klar, geil. Den werden wir... Ich habe eine kleine Idee. Wir können fliegen, geil. Okay, super, ich dachte, wir müssten hinfliegen. So, Saffronia City. Ich guck kurz nach. Warte mal. Na, ja, fuck, geht nicht. Konnte man es irgendwie auf Select irgendwie so das Fahrrad so belegen, dass man sofort so draufsteigt? Na? Ja. Warte, sag kein Wort. Du suchst dies hier, oder? Hey, du kannst keine Items. Oh. Nein. KP Plus bekommt jetzt hier die Tüte. Die hat eh viel KP. So. TM29 ist die Psychokinese. Sie vermindert die Spezialfähigkeiten des Gegners. Psychokinese, richtig geil. Richtig, richtig geil. Das wird auch unser Greed jetzt lernen, schnell. Sollte auch schon jetzt eine sehr starke Attacke. So, was ballern wir dafür weg? Ich denke mal die Konfusion. Ja, ja. Okay. Haben wir die Pokeflöte? Lüftöffner, Fahrrad, Pokeflöte. Dann war das, glaube ich, so gedacht, dass ich mit der Pokeflöte gegen Relaxo kämpfe oder Herzog gegen Relaxo gekämpft. Ich weiß es nicht. Ich kenne die Parts gar nicht. Ich will mich überraschen lassen. So, erstmal heilen. Oh, das ist schön, dass Greed trainiert wurde. So, wir haben 4 Orden. Wir können uns jetzt den 5. Orden holen. Da wäre sogar Greed am besten sogar. Weil da kann er erst schon durchfliegen in die Arena. Weil das ist, glaube ich, Gift-Käfer so ungefähr. So ein kleiner Mischmasch. Kann ich ja Fahrrad auswählen. So. Die Musik, ey. Die Musik. So traumhaft hier. Okay, Relaxo wurde schon besiegt. Das heißt, wir gehen jetzt hier lang. Ja. Genau, jetzt müssen wir gegen die Fahrradgang kämpfen. Ich werde nicht gegen alle Trainer hier kämpfen, weil... Wir sind schon relativ stark. Mankey. Okay. Ah, Tüte. Na, ich bin ehrlich, ich will Aquana später trainieren. Wenn wir nämlich die VM Surfer haben, dann lohnt es sich eigentlich viel mehr Aquana zu trainieren. Ich gehe aber auf den guten Greed. Okay, Energiefokus. So. Der reißt vollkommen aus hier. Oh ja. Ist ja auch sehr effektiv. Ist ja Kampf normal oder nur Kampf? Ja, komm hier. Einfach hier reinballern und gut ist. Level 29. Uiuiuiuiuiui. Die sind schon sehr stark. Ah, Level 29. Super. Du, kleine Ratte. Okay, So, wir packen jetzt mal Greed nach vorne. Glutexo. Wir haben das Relaxo nicht gefangen. Na. Na, wir können noch eins fangen auf jeden Fall. Relaxo ist eigentlich sehr geil. So, und hier ist das Besondere, wir werden jetzt einfach so nach unten gezogen.
Weil der Wind so stark ist, angeblich. Mal sehen, wie schnell wir durchkommen. So, ja, läuft eigentlich hier. Na, eine sehr schuldige Runde. Ist das hier schon das Ende? Jo. Ging ja fix. Das ist jetzt auch sehr gut, weil wir haben dann jetzt nochmal diesen Safe-Punkt, sag ich mal. Wo wir dann immer herfliegen können. So, wir haben hier mehrere Aufgaben. Erstmal die Arena hier schaffen, dann in der Safari-Zone Surfer zu bekommen. Beziehungsweise wir müssen zuerst diesen Goldzahn bekommen. Also, da sucht so ein Typ so seinen Goldgebiss oder so einen Zahn. Ich heim ist jetzt hier, damit wir den Punkt haben. Weil ich glaube, der wird nur aktiviert, wenn wir ins Pokémon Center gehen und uns heilen. Ich glaube, ja. Okay, so 6 Minuten sind vergangen. Ich glaube, die Arena. Ah, die könnten wir schaffen. So, das Besondere an dieser Arena ist, jeder sieht gleich aus. Und halt nur einer ist der erste Arena, der Koga. Spielt einmal ein Ninja werden. Oh, fuck, vergessen vorzulesen. Ah, Jongleur. Traumato. Okay. Warte mal. Wie viel macht denn der Seastrahl hier? Mal sehen. Ist ja nicht effektiv. Beim Volltreffer war das. Giftwolke. Nein. Okay. Psychokinese. Das macht. Wie viel Schaden? Sehr wenig. Dafür sinkt der Spezialwert. Oh, ruft Traumato zurück. Ruft Traumato wieder. Oh. War eigentlich sehr gut. So. Er wird uns wahrscheinlich vergiften. Ich nehme mal Tauburger. Ich setze auf Tauburger. Oh, der ruft sein Pokémon immer hin und her. Oder wie? Na, aber super. Ich mache jetzt einmal fliegen. Wechsel er nochmal aus? Nee. So, er müsste jetzt down sein. Oh, schön. Nee. Kämpfen nochmal gegen hier Traumato. Windstoß. Wie macht das ungefähr? Happig. Oh, Kadabra. Sofort Fliegen einsetzen. Aussetzer. Oh, es tut weh. Ach stimmt, Kadabra ist ja sehr schnell auch. Reißt ein Rucksack-Keep? Glaub nicht, oder? Nee. Knapp. Knapp, knapp, knapp. Okay, dass er aber Psycho-Pokémon einsetzt? Hätte ich nie erwartet. Hab ich vergessen. Kadabra. Sehr schnell. Psycho. Wieder mal Glutexo. Glutexo kann Schlitzer. Raserei bringt sehr wenig. Mega-Hieb. Wieder ein Traumato. Der wechselt hier aber nur noch aus. Das bringt so wenig. Eine Kopfnuss? Ja, okay. Ist relativ okay noch hier die Arena. So, Kadabra. Ich bleib bei Glutexo. Ich glaube, Kadabra hat an sich eine sehr schwache Normalverteidigung. Mega-Hieb? Nee, Raserei. Oh, super. Ja, es ging daneben. Okay, und jetzt sehen wir, was ein Kadabra mit dem Zistra alles anrichten kann. Es macht so viel Schaden. Dafür hält es aber auch sehr wenig aus. Du kannst tuten, aber es bedient Glutexo. Na, kein Ding. Ich muss eh gleich nochmal zurück da. Ja, komm, Tauboga. Knallen wir Tauboga mal hier rein.
Aussetzer wirkte, glaube ich, nicht, weil ich noch keine Attacke eingesetzt habe. Okay, es müsste eigentlich down sein. Ja. Auch Level 29, super. Ich habe verloren. Na, ich muss bis zum Arenaleiter kommen. Weil eigentlich... Warte mal, Omot war doch... Gift, Käfer? Blutzug war, glaube ich, nur Käfer oder auch ein bisschen Gift. Aber Sisu war Omot doch nicht, oder? Na, auch wenn... Kadapa, das wird halt das wieder aufheben, weil Sisu ist gegen Gift effektiv, aber gegen Sisu ist Sisu halt nicht effektiv. Also hebt das wieder auf. Ja. Kann du ein bisschen rum? Ja, super. So. Bisschen auch rum. Ich glaube nämlich es. Nee, er war es, glaube ich. Oder? Alles, probier mit ihm. Koga ist der Nachfahrer einer Reihe legendärer Ninja-Kämpfer. Wer sind deine Vorfahren? Ich kenne meinen Vater nicht. Wie in jeder Edition. Das ist auch so ein Ding. Oh, wieder ein Traumato. Oh nein. Level 34. Ja, klar. Zytokinese. Machen wir Zytokinese, wir senken damit seine Spezialverteidigung bei Glück. Und das ruft eh zurück. Hypno? Wow, Hypno? Der sieht doch so mega riesig hier aus. Ja, Spezialverteidigung ist gesunken. Macht uns sehr wenig Schaden, wie ihr sehen könnt, sehr wenig. Weil Kadabra ist ein Tier. Und es sinkt weiter. Giftwolke hat keine Wirkung, super. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen mehr Schaden machen, weil wir senken ja immer wieder seine Verteidigung, beziehungsweise seinen Angriff auch. Na komm. Hypno schaffst du jetzt hier. Oh, sogar ein Volltreffer. Und Aussetzer. Schluckwehl. Gut, er ist down. Dann mache ich es nochmal schnell Tauburga. Tauburger wird sie auch sehr wertvoll sein. Das auf jeden Fall. Ich bin am überlegen, ey. Ich bin am überlegen, ob ich gleich nochmal missheilen lasse. Oder No is no fun mache. Und hier gegen Koga kämpfe. Probier den Ruckzuck-Hieb. Schafft es, Tauburga? Oh, super, Baby. Ja, okay, komm. Super. So. Wir gehen einmal um ihn rum. Dann gehen wir ganz außen rum. Dann müsste er der in der Mitte so sein. Ich dachte eigentlich, der wäre so links unten. Okay. Aber wie ihr sehen konntet, Kadabra hat locker das Hypno fertig gemacht, obwohl Hypno erst 5 Level über Kadabra war. Und es war auch schon entwickelt, also... Es war sehr broken, sagen wir es mal so. Zytokinese ist so stark, weil es senkt den Angriff, die Verteidigung und ist mega stark. Das ist perfekt für... Unser schönes Kadabra. Ja, ich glaube, da ist Koga, oder? Bleib stehen! Ja, mein Handy. Frustrieren die unsichtbaren Mauern? Hä? Das auch nicht Koga? Dompteur? Okay. Sandama? Okay. Geil! Ich dachte, das wäre Koga. Blitzer macht wie Schaden, glaube ich, bei Kadabra. Oh ja. What the fuck? Übel.
Übel, übel. Mega-Hieb und... Es macht null Schaden. Ey, das Sandama, das bumst mir so in den Hintern. Blut, etwas mehr? Ja, etwas mehr. Aber auch nicht so das Wahre. Ey, noch mit Sandwirbel, oh mein Gott. Jetzt treffe ich es nicht. Was ist das für ein... Oh Gott, jetzt kommt der Schlitzer. Oh, es volltreffert mich nur noch. Und ich treffe es gar nicht. Komm, eine Glut. Danke. Bitte sei down. Danke. Jetzt wirst du wieder sterben durch das Gift. Arbok, Tauboga. Nee, es ist nur Gift, oder? Ich dachte, fliegen wir effektiv. Ich glaube aber, es ist nur Gift und es macht neutralen Schaden. Werden wir sehen. So, fliegen. Besörblick einsetzen nur. Okay. Ja, es macht nur neutralen Schaden. Giftblick, sie sind paralysiert. Das ist kacke mit Fliegen. Das ist sehr kacke. Wir müssen Windstoß einsetzen. Alter, die Arena ist der Wahnsinn. Setze ich Biss ein. Schrecke ich zurück oder? Ein Volltreffer, paralysiert. What the fuck? Dieser Junge hat Glück, ey. Er hat mich dreimal gekrit. Oh, er ist auch erstmal ein Crit. Silberblick. Roxelki, bringt das was? Yo, Tauboga. Ey, Tauboga, ey. Was war das für ein Sound? Okay. Dann ist er da oben. Ich wette, der ist das auch nicht. Nee, der am Anfang kann es doch niemals sein. Blutex ist besiegt worden. Oh, ist hier unten noch einer. Hä? Seit wann bist du hier? Warte. Ist das der Arena-Leiter? War das schon immer da? War das der Arena-Leiter? Ich hab hier gerade null Ahnung. Ja, heil mal meine Pokémon bitte. Scheiße, ey. Okay, das wird brutal. Nein, ich will nicht heilen. Missklick. Ich will gegen ihn kämpfen. So. Ich schaff das noch. So, mal kurz sehen. Nein. Oh. Okay. Hahaha. Ha, ha. Ich dachte, er macht Doppelgänger. Ein Kind fordert einen Ninja-Meister zum Kampf heraus? Wie du willst, erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dies besiege. An meinen Schlaf- und Giftattacken sollst du verzweifeln. Na komm. Du wirst wahrscheinlich einfacher sein. Was? So viel? Smogon? Müssen wir mit Psychokinese doch weghauen, ne? Es ist Gift. Und Psycho ist gegen Gift effektiv. Hoffentlich. Bitte, bitte. Bitte? Yosh! Wenn Omod kommt, dann wächst sogar auf Tauboga aus. Slimog. Keine Chance. Jetzt kommt hier Greed. Mach hier mal Speedrun Mode. Und? Oh, es überlebt das sogar. Und nimm das hier. Oh, sauber. Sauber, Leute. So will ich das hier sehen. Und Smogon. Wo ist dein Omod hier? Hat er nicht auch einen Blutzug? So, und jetzt werden wir sehen, was Omod ist. Ist es Sisu Gift oder ist es nur Gift Käfer? Oder ist es Sisu Kid? Smogmog? Hä? Der hat doch ein Omod. Level 43. Oioioioioioioioi. Hä? Hat er diesen Omod?
Ah, Smog, wir sind vergiftet, ne? Oder? Das macht nur guten Schaden. Okay. Bye bye, Smog. 13 Level Unterschied, aber trotzdem in den Arsch gebumst. Genesung? Oh. Aber es ist ja doch. Teleport, bye bye. Oder? Aussetzer? Na komm, Aussetzer. Na wohl. Na, den Teleport halt, weil es bequemer ist in Höhlen. Red besiegt Koga. Na sowas, du bist ein würdiger Kämpfer. Ich reiße dir den Seelenorden. 4000. Nun, da du da du Träger des Seelenordens bist, wird die Abwehr deiner Pokémon steigen. Ferner kannst du Surfer nun auch außerhalb von Kämpfen nutzen. Bitte nimm auch dieses Geschenk. Müsste Toxin sein? TM6 Toxin? TM6 ist Toxin. Es ist eine mehr als 400 Jahre alte Technik. Naja, so prall ich sie auch nicht. Kann man das Teleport ja auch einsetzen? Ach so, in Räumen nicht. Alles klar. Lalalala. Herrlich. Es hat geklappt. Wir wollten diesen Part wieder eine Arena machen und ich hab die Arena geschafft. Was soll man also sagen? Zwei Parts, zwei Arena. Ich werde es angeben, aber... ist schon ein bisschen komisch. So, ich heim mich kurz schnell. Ich überziehe etwas. Das tut mir leid. Ich will mich kurz noch schnell heilen und will vor der Safari-Zone da parken. Weil, damit sage ich den Jungen, du musst das Safari-Zone, du hast den nervigen Part jetzt. Du musst Surfer uns holen. So. Zerschneider. Kann der Zerschneider hier? Glutexo? Kies? Nein, Leute. So, Zerschneider. Ja, wahrscheinlich Glutexo, oder? Ja, Glutexo muss auch halt eine VM haben. Keiner bekommt eine extra Wurst oder so. Jeder soll eine VM haben. Kratzer. Mit Glurak braucht man eh nur Feuersturm, Flammenwurf, das war schon eigenes. Dann noch eine gute Mega-Hieb oder so halt. Das ist immer gut eigenes. Schlitzer auch. So. Bin ich mal sozial hier. Und ja. Ich werde jetzt hier auch so verlinken, wer dann so als nächstes kommt. Und ich sage da mal so, vielen Dank fürs Zusehen und guckt bei den anderen Leuten vorbei, sie sind alle in der Beschreibung und einen schönen Abend euch noch. Tschüss.